Kriya Yoga, Energieerweckungsübungen aus dem Kundalini Yoga. Mit dieser Kassette kannst du das kleine Kriya Yoga, die Ujjayi Meditation, und das mittlere Kriya Yoga, die Mudra Reihe, praktizieren. Um optimale Wirkungen von dieser Kassette zu haben, ist es günstig, wenn du eine reine Ernährung befolgst, regelmäßig Asanas und Pranayama übst. Kleines Kriya Yoga, Ujjayi Meditation. Setze dich in eine Stellung mit gekreuzten Beinen. Lege dir ein Kissen so hin, dass dein Rücken sehr gerade bleiben kann. Bei dieser Übung ist es sehr wichtig, dass der Rücken ganz gerade ist und dass du dich nicht bewegst. Die Hände sind am besten auf den Knien, die Handflächen zeigen nach oben, Daumen und Zeigefinger berühren sich. Bleibe einen Moment lang ganz ruhig und beobachte, was du jetzt wahrnehmen und fühlen kannst. Beginne mit dem Ujjayi-Atem. Schließe die Stimmritze leicht, das heißt, zieh die Kehle leicht zusammen und erzeuge ein sanft schnarchendes Geräusch, das sich so anhört. Ziehe dabei die Zungenspitze nach hinten zum weichen Teil des Gaumens. Bringe zuerst die Zungenspitze hoch an den Gaumen und dann bringe sie so weit zurück, wie du kannst. Versuche während der ganzen Meditation die Zungenspitze hinten am weichen Teil des Gaumens zu halten und diese sanfte Ujjayi-Atmung auszuführen. Atme so sehr tief und bewusst ein und aus und spüre, was dabei geschieht. Stelle jetzt den richtigen Atemrhythmus her. Bei dieser Atemübung atmest du genauso lange ein, wie du ausatmest, und du hältst die Luft an nach dem Ein- und nach dem Ausatmen. Die Atempause beträgt halb so lange wie die Einatmung. Atme zum Beispiel 6 Sekunden lang ein mit diesem sanften Ton, halte dann die Luft 3 Sekunden lang an, und atme wieder 6 Sekunden lang aus mit diesem sanften Ujjayi-Klang. Halte die Luft 3 Sekunden lang an. Einatmen 6 Sekunden lang mit diesem Schnarchton. Anhalten 3 Sekunden lang. Und ausatmen 6 Sekunden lang. Wenn dir dies leicht fällt, kannst du auch 8 Sekunden einatmen, 4 anhalten, 8 ausatmen, 4 anhalten. Zähle jetzt für dich die Atmung. Zähle bei dem Einatmen 6 Sekunden, beim Anhalten 3 Sekunden, beim Ausatmen 6 Sekunden, beim Anhalten 3 Sekunden. Oder in dem Rhythmus, den du zählen willst. Achte dabei darauf, dass die Zungenspitze hinten am weichen Teil des Gaumens bleibt
und dass du diese sanfte Ujjayi-Atmung übst, bei der du dieses leichte, sanfte Geräusch erzeugst. Wenn du merkst, dass es nach einer Weile etwas unangenehm wird, die Zungenspitze hinten am weichen Teil des Gaumens zu lassen, kannst du sie auch ein paar Sekunden lang wieder entspannen und dann zurückbringen, so weit nach hinten wie es geht, zum weichen Teil des Gaumens. Lasse den Atem jetzt von selbst weiterströmen. Er wird weiterhin den richtigen Rhythmus beibehalten. Stelle dir vor, dass du beim Einatmen Licht und Energie einatmest. Beim Anhalten spüre, wie du angefüllt bist mit Licht und Energie. Beim Ausatmen spüre, dass du dich ganz leerst, ganz öffnest, Hingabe entwickelst. Beim Anhalten spüre, wie du ganz leer bist. Beim Einatmen stelle dir vor, dass du Licht und Energie einatmest. Beim Anhalten bist du angefüllt mit Licht und Energie. Beim Ausatmen entwickelst du Entspannung, Losgelassenheit und Demut. Beim Anhalten spüre, wie du ganz leer und entspannt bist. Einatmen, Licht, Energie, Kraft, Positivität. Anhalten, du bist angefüllt mit Licht und Positivität. Ausatmen, du leerst dich und wirst ganz leer, entspannt und offen. Beim Anhalten, du bist vollkommen entspannt und leer. Atme weiter mit dieser Vorstellung. Halte die Zunge dabei hinten am weichen Teil des Gaumens und mache dieses sanfte Ujjayi-Geräusch. Wir aktivieren jetzt das Manipura Chakra im Bauchbereich und das Kehlchakra, Vishuddha Chakra, im Bereich der Schilddrüse. Stelle dir vor, dass du beim Einatmen die Energie hinunterziehst zum Manipura Chakra, zum Sonnengeflecht. Beim Anhalten spüre das Sonnengeflecht. Beim Ausatmen schicke die Energie hoch zum Kehlchakra. Beim Anhalten spüre das Kehlchakra. Beim Einatmen ziehe die Energie hinunter zum Sonnengeflecht. Beim Anhalten spüre die Energie im Sonnengeflecht. Beim Ausatmen schicke die Energie hoch zur Kehle. Beim Einatmen ziehe die Energie hinunter zum Sonnengeflecht. Beim Anhalten spüre das Sonnengeflecht und wiederhole Ram, Ram, Ram. Beim Ausatmen schicke die Energie hoch zur Kehle. Beim Anhalten spüre das Kehlchakra, wiederhole Ham, Ham, Ham. Einatmen, hinunter zum Sonnengeflecht, die ganze Energie hinunterziehen. Anhalten, Sonnengeflecht, Ram, Ram, Ram. Ausatmen, Energie und Bewusstsein hochschicken zur Kehle.
beim Anhalten ham, ham, ham. Einatmen, hinunterschicken zum Sonnengeflecht. Anhalten, Sonnengeflecht, ram, ram, ram. Ausatmen, Bewusstsein hoch zur Kehle schicken. Anhalten, wiederholen, ham, ham, ham. Verbinde auf diese Weise Kehlchakra, Vishuddha Chakra mit Sonnengeflecht Manipura Chakra. Achte dabei darauf, dass die ganze Zeit die Zunge am weichen Teil des Gaumens ist und du die Ujjayi-Atmung beibehältst. Verbinde Ajna Chakra mit Vishuddha Chakra. Beim Ausatmen stelle dir vor, du schickst die Energie hoch bis zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Nach dem Ausatmen spüre den Punkt zwischen den Augenbrauen. Beim Einatmen ziehe Energie und Bewusstsein hinunter zum Kehlchakra. Beim Anhalten spüre das Kehlchakra. Beim Ausatmen schicke Licht und Bewusstsein hoch zum Punkt zwischen Augenbrauen. Beim Anhalten spüre den Punkt zwischen Augenbrauen. Beim Einatmen schicke das Bewusstsein und die Energien hinunter zur Kehle. Beim Anhalten spüre die Kehle. Beim Ausatmen schicke die Energie hoch zum Punkt zwischen Augenbrauen. Beim Anhalten wiederhole Om, Om, Om. Einatmen, ziehe die Energie hinunter zur Kehle. Anhalten, spüre die Kehle, wiederhole Ham, Ham, Ham. Ausatmen, schicke die Energie hoch zum Punkt zwischen Augenbrauen. Anhalten, spüre Punkt zwischen Augenbrauen, Om, Om, Om. Einatmen, Energie hinunterziehen zur Kehle. Anhalten, Kehle, ham, ham, ham. Ausatmen, Energie hochschicken zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Anhalten, om, om, om. Verbinde auf diese Weise Ajna mit Vishuddha Chakra. Achte auch auf die Stellung der Zunge und den Kehllaut.
Wir verbinden Ajna und Manipura Chakra. Einatmen durch Kehle und Herz hinunter zum Sonnengeflecht. Anhalten, spüre das Sonnengeflecht. Ausatmen, Bewusstsein hochschicken zu Herz, Kehle, zum Punkt zwischen Augenbrauen. Anhalten, spüre den Punkt zwischen Augenbrauen, Ajna Chakra. Einatmen, über Kehle, Vishuddha, Herz, Anahata, zum Sonnengeflecht, Manipura. Anhalten, spüre Manipura. Ausatmen, zum Herzen, Anahata, Kehle, Vishuddha, zum Ajna Chakra, zwischen den Augenbrauen. Anhalten, spüre den Punkt zwischen Augenbrauen. Einatmen, hinunter, Ham, Ham, Yam, Yam, zum Manipura Chakra. Anhalten, Sonnengeflecht spüren, Ram, Ram, Ram. Ausatmen, hochschicken zum Herzen, Yam, Yam, zur Kehle, Ham, Ham, zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Anhalten, Punkt zwischen Augenbrauen spüren, Om, Om, Om. Einatmen, Ham, Ham, Yam, Yam. Und anhalten, Sonnengeflecht, Ram, Ram, Ram. Ausatmen, Herz, Yam, 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 Kehle, Ham, Ham, Ham. Zum Punkt zwischen Augenbrauen. Anhalten, Om, Om, Om. Einatmen, Kehle, Ham, Ham, Ham. Herz, Yam, Yam, Yam. Zum Sonnengeflecht, anhalten, Ram, Ram, Ram. Ausatmen, zum Herzen, Yam, Yam, Yam. Kehle, Ham, Ham, Ham. Zum Punkt zwischen Augenbrauen. Anhalten, Om, Om, Om. Verbinde auf diese Weise Ajna Chakra mit Manipura Chakra über die beiden dazwischenliegenden Chakras. Achte auch darauf, dass die Zunge hinten am weichen Teil des Gaumens ist und dass du weiter diese sanfte Ujjayi-Atmung unter sanftem Verschluss der Stimmritze ausführst. Wir erzeugen den vollen Energiekreislauf und der Verbindung aller 7 Hauptchakras entlang der Wirbelsäule und der 5 Chakras an der vorderen Seite des Körpers. Beim Einatmen stelle dir vor, du ziehst die Energie hinunter über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane zur unteren Wirbelsäule. Beim Anhalten spüre die unterste Wirbelsäule. Beim Ausatmen schicke die Energie durch die Wirbelsäule langsam hoch bis zur Schädeldecke. Beim Anhalten spüre die Schädeldecke Sahasrara Chakra. Einatmen über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane zur unteren Wirbelsäule. Anhalten spüre Muladhara Chakra. Ausatmen durch die Wirbelsäule hoch bis hoch zur Schädeldecke. Anhalten, spüre die Schädeldecke. Einatmen über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane zur unteren Wirbelsäule. Anhalten, spüre die unterste Wirbelsäule. Ausatmen über Steißbein, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Hinterkopf zur Schädeldecke. Anhalten, spüre die Schädeldecke. Einatmen über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane zur untersten Wirbelsäule. Anhalten, spüre die unterste Wirbelsäule. Ausatmen über Steißbein, Kreuzbein, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Hinterkopf zur Schädeldecke. Anhalten, spüre die Schädeldecke. Einatmen über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane zur untersten Wirbelsäule. Anhalten, spüre Muladhara Chakra. Ausatmen über Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha,
Bindu zum Sahasrara Chakra, Schädeldecke. Einatmen, Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Geschlechtsorgane zur untersten Wirbelsäule, Muladhara Chakra, anhalten, spüre Muladhara, ausatmen, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Bindu, Sahasrara, anhalten, spüre Sahasrara Chakra. Einatmen, am vorderen Teil des Körpers hinunter, anhalten, spüre Muladhara Chakra, lam, lam, lam. Ausatmen, Wirbelsäule hoch. Vam, vam, ram, ram, yam, yam, ham, ham, om. Anhalten, Sahasrara Chakra. Einatmen, om, om, ham, ham, yam, yam, ram, ram, vam, vam. Anhalten, Muladhara Chakra. Lam, lam, lam. Ausatmen, Wirbelsäule hoch. Vam, vam, ram, ram, yam, yam, ham, ham, om. Anhalten, Sahasrara Chakra. Einatmen. Om, ham, ham, yam, yam, ram, ram, vam, vam. Anhalten, Muladhara Chakra. Lam, lam, lam. Ausatmen, wieder die Wirbelsäule hoch. Anhalten, Sahasrara Chakra, Schädeldecke. Atme so für dich weiter. Wenn du die Mantras kennst, wiederhole die Mantras. Wenn du sie nicht kennst, schicke einfach nur Bewusstsein und Energie in diesen kreisförmigen Atem durch alle Chakras hindurch. Achte darauf, dass die Zungenspitze weiter am weichen Teil des Gaumens liegt und dass du dieses sanfte Ujjayi-Geräusch erzeugst. Verbinde so alle wichtigen Chakras im Körper zu einem harmonischen und sehr mächtigen Kreislauf. Behalte diese Vorstellung des Kreislaufes bei und stelle dir vor, dass du beim Einatmen Licht und Energie vorne hinunterziehst, beim Anhalten spüre Muladhara Chakra, beim Ausatmen lass die Energie nach oben strömen und wiederhole Ham. Beim Anhalten Stille. Einatmen, so, Energie dabei vorne hinunterziehen, anhalten, Stille, Muladhara Chakra. Ausatmen, schicke die Wirbelsäule hoch, wiederhole, Ham. Anhalten, Sahasrara Chakra, Stille. Einatmen, vorne hinunter, so. Anhalten, Muladhara, Stille. Ausatmen, Ham. So, Ham heißt, ich bin das. Ham heißt, ich bin und steht für das Bewusstsein. Sahasrara Chakra. So heißt das und steht für die ganze Schöpfung und das Muladhara Chakra. Ham steht für das Zurückkommen zum Ursprung, zum reinen Bewusstsein. So steht für die Schöpfung und das Hinausgehen in diese Kreation. Einatmen, so. Anhalten, Stille. Ausatmen, Ham, zurückkehren zum Ursprung. Anhalten, in der Stille verweilen. Einatmen, so in die Schöpfung hineingehen. Anhalten,
und Hamm zurückkehren zum Ursprung. Anhalten, reines Bewusstsein. Spüre so die Verbindung zwischen Schöpfung und reinem Bewusstsein, zwischen nach innen und nach außen gehen. Wenn du weiter so Hamm wiederholst, in diesem vollständigen Schöpfungszyklus. Konzentriere dich jetzt auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Schaue einen Moment auf den Punkt zwischen den Augenbrauen bei geschlossenen Augen. Lasse den Atem zur Ruhe kommen. Lasse den Atem jetzt so fließen, wie er von selbst will, und halte die Kehle entspannt. Lass auch die Zunge zurück zu ihrer natürlichen Lage kommen. Erlebe einen Raum in der Mitte des Kopfes. Bringe dein Bewusstsein ganz in die Mitte des Schädels und erlebe einen Raum der Stille in der Mitte des Kopfes. Dieser Raum kann kleiner sein oder er kann groß sein und dich zur Unendlichkeit führen. Erlebe diesen Raum in der Mitte des Kopfes in vollkommener Stille, Frieden und Harmonie. Sukhino bhavantu, loka samastha sukhino bhavantu, loka samastha sukhino bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om Shanti, Shanti, Shantihi. Om Frieden, Frieden, Frieden. Mittleres Kriya Yoga, Mudra Reihe. Mudra ist eine Übung, bei der Körperstellung, Atmung, Mantra und Konzentrationstechnik sich kombinieren, um Energien zu lenken, zu leiten und zu erwecken. Mudras sind am effektivsten, wenn sie im Anschluss an Atemübungen gemacht werden oder im Anschluss an die Ujjayi-Meditation, das Kriya-Yoga. Für die Mudras brauchst du etwas Platz, eine Decke auf dem Boden und ein Kissen, auf das du dich draufsetzen kannst. Ich wiederhole ein paar Mantras, welche helfen, eine positive Energie im Raum und im Astralkörper zu schaffen. Om. 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 Ganapataye namaha, Om Shravana Bhavaya namaha, Om Aim Saraswatye namaha, Om Gum Gurubhyo namaha, Om Namo Bhagavate Shivanandaya, Om Namo Bhagavate Vishnudevanandaya, Om Adi Shaktye namaha.
Wir bitten um den kosmischen Segen, während wir anfangen, unsere Energien mittels des Kriya-Yogas zu erhöhen. Mahamudra. Strecke das rechte Bein nach vorne aus und beuge das linke Knie. Gib die Ferse zwischen Geschlechtsorgan und Anus und fasse mit beiden Händen an den vorderen Fuß. Bringe einen Daumen auf die Kuppe des rechten großen Zehs. Versuche, die Wirbelsäule relativ gerade zu halten, während du dich so aus der Hüfte heraus nach vorne beugst. Atme tief ein. Nach dem Einatmen halte die Luft an und gib das Kinn auf die Brust zu Jalandhara Bandha und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen und gebe die Zungenspitze nach hinten zum weichen Teil des Gaumens. Halte die Luft so lange an, wie du es bequem kannst. Dann atme wieder aus, atme wieder ein und halte die Luft an. Beim Anhalten bringe das Kinn zur Brust, die Zungenspitze nach hinten zum weichen Teil des Gaumens und schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen und wiederhole geistig Om. Dieses Mudra heißt Mahamudra, großartiges Mudra, und ist sehr wirkungsvoll. Durch die Stelle der Ferse wird das Muladhara Chakra angeregt, durch das nach vorne beugen wird die Energie in den unteren Energiezentren aktiviert, durch die Stellung der Zunge und den Blick zu dem Punkt zwischen den Augenbrauen und das Om wird die Energie hochgeschickt zum Punkt zwischen den Augenbrauen und Jalandhara Bandha, der Kinnverschluss, verhindert, dass die Energie nach außen hinausströmt. Wechsle langsam die Seite, strecke das linke Bein nach vorne aus, beuge das rechte Knie, gib die rechte Ferse zwischen Geschlechtsorgan und Anus, fasse mit beiden Händen an den linken Fuß und gib einen oder beide Daumen auf die Kuppe des linken großen Zehs. Versuche die Wirbelsäule recht gerade zu halten, während du dich aus der Hüfte heraus nach vorne beugst. Nach der tiefen Einatmung halte die Luft an und drücke das Kinn auf das Brustbein. Schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen bei geschlossenen Augen und wiederhole geistig Om und bringe die Zungenspitze nach hinten zur Kehle. Halte die Luft immer so lange an, wie du kannst. Und mit jeder neuen Runde mit des Atemanhaltens wird die Energie im Punkt zwischen den Augenbrauen stärker. Komme langsam aus der Mudra . Komme zu einer Stellung mit gekreuzten Beinen, wenn du kannst, zum Lotus Padmasana. Wir kommen zu Shakti Chalani, auch Mahaveda genannt. Atme tief und vollständig ein
und halte die Luft an. Gib das Kinn zur Brust, Kinnverschluss, zieh die Anusschließmuskeln zusammen, Wurzelverschluss. Gib die Hände auf den Boden und hebe jetzt das Gesäß kurz an und lass es wieder fallen. Das Gesäß wieder hochheben und fallen lassen. Hochheben, fallen lassen. Hochheben, fallen lassen. Hochheben, fallen lassen. Hebe dann wieder den Kopf und atme vollständig aus. Atme wieder tief und vollständig ein. Noch einmal vollständig aus. Atme wieder tief und vollständig ein und halte die Luft an. Mach den Wurzelverschluss, zieh die Anusschließmuskeln zusammen und Kinnverschluss, gib das Kinn auf die Brust. Mache den Wurzelverschluss, zieh die Anusschließmuskeln zusammen. Gib die Hände wieder auf den Boden und hebe das Gesäß hoch und lass es mehrmals hintereinander auf den Boden fallen. Dieses sanfte Heben und Senken aktiviert das Muladhara Chakra. Bleibe dann noch eine Weile ruhig sitzen, so lange, wie du bequem die Luft anhalten kannst. Wenn du die Luft nicht mehr anhalten kannst, hebe den Kopf und atme vollständig aus. Anschließend atme normal weiter. Stelle dir vor, dass du beim Einatmen Energie ins Muladhara Chakra hineinbringst und beim Ausatmen lässt du die Energie des Muladhara Chakras nach außen ausstrahlen. Einatmen ins Zentrum von Muladhara Chakra, unterste Wirbelsäule. Ausatmen, lass die Energie ausstrahlen und weit werden. Ashwini Mudra. Sitze in einer bequemen Stellung mit gekreuzten Beinen. Atme ein und halte die Luft an. Beim Anhalten ziehe mehrmals hintereinander die Anusschließmuskeln zusammen und wieder locker lassen. Anusschließmuskeln anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen. Mache so noch ein paar Mal weiter und aktiviere auf diese Weise das Muladhara Chakra noch stärker. Wenn du eine Runde abgeschlossen hast, atme vollständig aus, atme dann wieder bequem ein und komme zur nächsten Runde. Ziehe bewusst mehrmals hintereinander die Anusschließmuskeln zusammen und lass sie sofort anschließend wieder los. Wenn du die Beckenbodenmuskeln ausreichend trennen kannst, zieh nur die Anusschließmuskeln zusammen. Wenn du nicht geübt bist, wirst du auch die anderen Beckenmuskeln mit anspannen. Das ist auch okay. Wenn du wieder ausgeatmet hast, atme ein paar Mal tief weiter und stelle dir vor, dass du beim Einatmen die Energie des Muladhara Chakras weiter aktivierst und beim Ausatmen diese Energie durch die Wirbelsäule hochschickst zum Kopf. Einatmen Muladhara Chakra, ausatmen, Energie fließt hoch. Agnisara Mudra. Sitze in einer Stellung mit gekreuzten Beinen. Atme vollständig aus. Nach dem Ausatmen gib die Hände auf die Knie, zieh den Bauch ein, halte die Luft an und bringe das Kinn zur Brust. Dann gib den Bauch mehrmals nach vorne und nach hinten, während du die Luft anhältst.
Gib dann wieder den Bauch nach vorne und atme tief vollständig ein. Atme tief vollständig aus. Atme noch einmal tief ein. Atme jetzt ganz vollständig aus. Nach dem Ausatmen halte die Luft an, bringe das Kinn zur Brust, gib die Hände auf die Knie und während du die Luft weiter anhältst, ziehe den Bauch ein und lass ihn wieder nach vorne schnellen. Nach innen ziehen, wegschnellen, nach innen ziehen, loslassen, nach innen ziehen, loslassen. Du aktivierst so Svadhisthana und Manipura Chakra in der unteren Wirbelsäule. Wenn du die Luft nicht mehr anhalten kannst, gib den Bauch wieder nach vorne, atme vollständig ein und mache noch eine Runde. Wenn du diese Runde abgeschlossen hast, atme ein paar Mal tief normal weiter. Stelle dir vor, dass du beim Einatmen die Energie im Svadhisthana Chakra aktivierst, Kreuzbein, und sie beim Ausatmen hochschickst zum Manipura und Anahata Chakra. Ashwini Mudra hat Svadhisthana, Manipura und Anahata Chakra aktiviert. Einatmen zum Kreuzbein, ausatmen Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule. Einatmen, Svadhisthana Chakra, ausatmen, hochschicken, Manipura und Anahata Chakra. Wir kommen zur Uddiyana Bandha Mudra, welches die Energien hochziehen wird, zum Kehlchakra, Vishuddha und Augenbrauenzentrum, Ajna Chakra. Atme vollständig aus und gib die Hände auf die Knie, halte die Luft an, das Kinn zur Brust und ziehe den Bauch fester ein und drücke den Brustkorb nach vorne. Schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen und gib die Zungenspitze nach hinten zum weichen Teil des Gaumens. Halte die Luft so lange an, wie du kannst. Wenn du nicht mehr halten kannst, hebe den Kopf, lass den Bauch nach vorne gehen, atme tief wieder ein, atme vollständig aus zur nächsten Runde. Nach dem Ausatmen halte die Luft an, schaue wieder zum Punkt zwischen den Augenbrauen, ziehe den Bauch ein, wölbe den Brustkorb nach vorne, gib das Kinn zur Brust und die Zungenspitze nach hinten zum weichen Teil des Gaumens. Spüre, wie du alle Energie hochziehst, zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Halte die Luft so lange an, wie du kannst. Wenn du wieder eingeatmet hast, atme normal weiter. Stelle dir vor, dass du beim Einatmen die Energie im Herzchakra aktivierst und beim Ausatmen die Energie hochschickst, zur Halswirbelsäule bis zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Einatmen, Herzchakra und Brustwirbelsäule aktivieren. Ausatmen, Energie hochschicken durch die Halswirbelsäule zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Vajroli Mudra, eine sehr wirkungsvolle Übung, um die Chakras entlang der Wirbelsäule von unten nach oben anzuregen. Atme bequem ein und halte die Luft an. Ziehe die Geschlechtsmuskeln zusammen, aktiviere Muladhara Chakra. Ziehe die Anusschließmuskeln zusammen, aktiviere Svadhisthana Chakra im Kreuzbein. Ziehe den Bauch etwas ein,
Aktiviere Manipura Chakra in der Lendenwirbelsäule. Wölbe den Brustkorb nach vorne. Aktiviere Anahata Chakra in der Brustwirbelsäule. Gib die Zungenspitze ganz nach hinten zum weichen Teil des Gaumens und senke den Kopf leicht. Aktiviere Vishuddha Chakra in der Kehle. Gib die Zungenspitze nach vorne den Gaumen entlang. Schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Aktiviere Ajna Chakra. Bringe die Konzentration zur Schädeldecke. Aktiviere Sahasrara Chakra. Atme vollständig aus. Atme nochmals tief ein. Atme vollständig aus. Atme tief und vollständig ein und halte die Luft an. Diesmal senke auch das Kinn zur Brust. Halte die Luft an. Ziehe die Geschlechtsmuskeln zusammen. Aktivierung Muladhara Chakra, Steißbein. Anusschließmuskeln zusammen. Aktivierung Svadhisthana Chakra, Kreuzbein. Ziehe den Bauch ein. Manipura Chakra, Lendenwirbelsäule. Brustkorb nach vorne. Anahata Chakra, Brustwirbelsäule. Kinn noch fester zur Brust hindrücken, Zungenspitze nach hinten zum weichen Teil des Gaumens, Vishuddha Chakra, Halswirbelsäule. Zungenspitze nach vorne den Gaumen entlang bringen, bis zu den Zähnen, zum Punkt zwischen Augenbrauen schauen, Aktivierung Ajna Chakra. Bewusstsein zur Schädeldecke, Sahasrara Chakra. Kopf langsam heben, vollständig ausatmen. Noch einmal tief einatmen, vollständig ausatmen. Bequem einatmen, Lungen zu 3/4 füllen und die Luft anhalten, gerade sitzen bleiben. Wir aktivieren nochmals die Chakras von unten nach oben. Geschlechtsmuskeln anspannen, Muladhara Chakra, unterste Wirbelsäule. Anusschließmuskeln anspannen, Svadhisthana Chakra, Kreuzbein. Bauch leicht einziehen, Manipura Chakra, Lendenwirbelsäule. Brustkorb nach vorne wölben, Anahata Chakra, Brustwirbelsäule. Kinn leicht senken, Zungenspitze nach hinten zur Kehle, Halswirbelsäule, Vishuddha Chakra. Zungenspitze den Gaumen entlang nach vorne führen, zum Punkt zwischen Augenbrauen schauen, Ajna Chakra. Bewusstsein zur Schädeldecke bringen, Sahasrara Chakra. Halte das Bewusstsein im Sahasrara Chakra, so lange wie du die Luft anhalten kannst. Entspanne alle Teile des Körpers, während du das Bewusstsein im Sahasrara Chakra hältst. Wenn du ausgeatmet hast, atme tief weiter. Beim Einatmen stelle dir vor, dass du die Energie ins Muladhara Chakra ans untere Ende der Wirbelsäule schickst. Beim Ausatmen schicke die Energie die Wirbelsäule entlang hoch bis zur Schädeldecke. Einatmen, aktiviere Muladhara Chakra. Ausatmen, Energie die Wirbelsäule hochschicken zur Schädeldecke. Kechari Mudra. Einfache Variation. Lehne den Kopf nach hinten, so weit, wie es für dich angenehm ist. Du kannst den Kopf entweder leicht nach hinten geben oder den Kopf wirklich in den Nacken hineinbringen, so wie es für dich angenehm ist. Gib die Zungenspitze nach hinten zum weichen Teil des Gaumens, so nah zur Kehle, wie es geht. Wenn du eine Dehnung im Zungenband spürst, an der unteren Seite der Zunge,
ist dies ein gutes Zeichen. Das weite nach hinten geben der Zunge ist der wichtigste Teil dieser Übung. Schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen und halte die Augen auf diesen Punkt gerichtet. Reduziere deine Atmung zur meditativen Atmung Kevala Kumbhaka. Atme sehr wenig Luft ein, atme sehr wenig Luft aus. Konzentriere dich auf den Raum, den du spürst. Kechari heißt Wandern im Raum, Ausdehnen zum Himmel. Während du den Kopf nach hinten hältst, die Zungenspitze hinten an der Kehle hältst, zum Punkt zwischen den Augenbrauen schaust und den Atem ganz ruhig werden lässt, spüre, wie dein Geist sich ausdehnt in die Unendlichkeit des Raumes. Viparita Karani Mudra. Strecke die Beine nach vorne aus, lege dich auf den Rücken. Hebe die Beine und Hüften hoch zum Schulterstand. Halte den Rücken unterstützt mit den Händen. Komme zu einer Stellung, die du bequem halten kannst. Wenn du willst, kannst du diese Mudra bis zu 10 bis 15 Minuten lang halten, mit dieser Kassette etwa 2 Minuten lang. Gib die Zungenspitze nach hinten zum weichen Teil des Gaumens. Atme sehr tief ein und aus mit der Ujjayi-Atmung, wobei du die Kehle leicht zusammenziehst, den Stimmritzenverschluss anwendest. Und es entsteht eine Atmung, die sich so anhört. Bring beim Einatmen die Konzentration zum Sonnengeflecht. Schicke beim Ausatmen die Energie des Sonnengeflechtes zum Muladhara Chakra. Einatmen, die Sonne im Bauch wird aktiv. Ausatmen, die Feuerenergie fließt zum Muladhara Chakra, aktiviert Kundalini. Einatmen, Feuer der Sonne im Bauch wird aktiv. Ausatmen, Feuer steigt hoch, aktiviert Muladhara Chakra. Einatmen, Sonne, Feuer wird stark. Ausatmen, Muladhara Chakra aktiviert. Konzentration auf die Stirn. Einatmen zur Stirn, Mondchakra. Ausatmen, vom Mond fließt Nektar, weißer Nektar und erfüllt den ganzen Kopf. Einatmen, die kühlende Mondenergie wird aktiviert in der Stirn. Ausatmen, sie erfüllt das ganze Gehirn. Alle Gehirnzentren werden aktiviert. Der Geist wird ruhig und kommt zur Stille.
Lege die Hände langsam auf den Boden und komme aus der Mudra zurück zu einer Stellung mit gekreuzten Beinen. Yoni Mudra. Gib kleinen Finger und Ringfinger um die Lippen. Gib die Mittelfinger an die Nasenflügel und lehne die Zeigefinger sanft auf die Augenlider, ohne Druck auszuüben. Du wirst gleich mit den Daumen die Ohrknöpfe schließen. Atme dann etwa 5 bis 8 Mal mit der Ujjayi-Atmung sehr tief ein- und aus. Wenn du 5 bis 8 Mal tief ein- und ausgeatmet hast, reduziere den Atem zu Kevala Kumbhaka, zur meditativen Atmung, zur sehr flachen Atmung. Mache dies so lange, wie du willst. Anschließend senke deine Hände und meditiere über das Absolute. Schließe jetzt die Ohrknöpfe und atme 5 bis 8 Mal Ujjayi-Atmung, dann Kevala Kumbhaka, dann Meditation. Om Shanti.